Hallo Leute, willkommen zurück zu Road to Watch Dogs Legion Let's Play Watch Dogs 1. Wir machen jetzt hier weiter mit Ein riskantes Gebot. Und ja, wir sollen uns ja jetzt hier ausgeben als eine Person, die wir nicht sind. Und mal sehen, ob das so gut klappen wird. Wir haben auf jeden Fall von dieser Person den Wagen. Irak ist irgendwo da drin. Die und die Einladung. Ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Nein, es ist, glaube ich, nie einfach, Aiden. Gut, dann wollen wir da mal rein. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ja, dann zeigt mal ich die Ware her. Ich brauche meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Oh Mann, die armen Leute hier. Mit denen fertig. Ja. Hey, ich sag dir mal was. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Also sollte heute Nacht besser nicht schief laufen. Ja, die verkaufen die alle hier. Hör mir gut zu. Quinn hat einen Insider-Tipp besprochen, klar? Und da will ich auch dabei sein. Die verkaufen hier die ganzen Leute. So, hier geht's rein. Am liebsten würde ich eigentlich gerne alle hier retten. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei Irak. Lokalisieren Sie Irak. Halt trotzdem die Augen offen. Jo, der Boss hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Manche Gäste laufen rum, wo sie nichts zu suchen haben. Von sonst jedem. Ist alles sauber. Und wenn es absolut sein muss, triple checken wir die Penner. Alles klar, hinten rum. Oh oh. Dort unten haben die gerade drüber gesprochen. Ja? Ein paar Leute wären tot. Oh oh. Und dafür sind wir auch noch verantwortlich. Oh, ich glaube, werden wir auffliegen hier. Und am liebsten würde ich jeden retten hier. Bei allem Respekt. Ihre Männer sind verschwunden. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Irak. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Irak. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe
wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin, die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke Hilfe. Ein mächtiger Steuerkontrollhändler hat einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Mehrere Luxusfahrzeuge wurden bei dem Einbruch entdeckt. So. Den habe ich jetzt mal schlafen geschickt. Und wir müssen irgendwie alle hier retten. Das wäre am besten. Die Auktion ist vorbereitet. Die 10. Vergesst nicht die Augen. Ich will nicht zulassen, dass die hier diese ganzen. Okay, ich muss schnell raus. Leute verkaufen und so weiter. Und einfach mit denen handeln. Am besten nicht laut feuern. Komm schon. So. Wir müssen die am besten hier irgendwie rauskriegen. Ich versuch's da hinten. Neue Befehle. Iraq will, dass Crispin gefunden wird. Er darf die Auto. So. Schnell weiter. Jetzt so gut. So, hier den ausschalten. Ja. Ja. Gut. Jetzt das hier mitnehmen. Und hier lang. Ja, die wissen auf jeden Fall, dass was nicht stimmt. Ich muss meine Waffen aufstocken. Von Anfang an wussten die das. Naja, weil die haben sich schon ein wenig seltsam verhalten. So, Kamera hier übernehmen. Gut, und jetzt hier rein. Schallgedämpfte Pistole ist auch ausgerüstet. Nicht zu, dass ihr das weiter hier durchzieht. Ich werde euch erledigen. So. Hinten lang. Moment, ich muss hier was aktivieren. Hier, entriegeln. Halt, hier liegt noch eine neue Waffe. Die nehmen wir mit. Eine MP5 haben wir jetzt noch. Sehr cool. Die will ich direkt auch jetzt mal testen. Deckung. Feuer. Er hat einen von uns erwischt. Nach vorne. Oh ja, da zockt der Wichser. Aua. Das tut gerade ein wenig weh. Ja. Ja,
Leider hat es zu sehr wehgetan. Okay, ich hätte die MP nicht unbedingt nehmen sollen. Ja, Sturmgewehr wäre natürlich besser gewesen. Ich wollte aber jetzt halt gerade unbedingt die bisschen testen. So. Dann eben wieder Sturmgewehr. Moment, Deckung. Gut. Hey Mann, pass bloß auf! Obwohl, wir schalten einfach mal noch 1, 2 vielleicht leise aus. So könnte das vielleicht ja auch ein wenig besser nochmal funktionieren. So, einmal hier hoch. Lalalalala. Jetzt den hier leise wegholen, ja. Sehr gut. Da ist er! Bei dir da unten. Hat einen von uns erwischt. Renn! Aiden, renn! Ohohohoho. Sturmgewehr. Was zur Hölle? Wie haben die mich denn jetzt getroffen? Nee, also ich glaube, ich darf wirklich nicht so weit vor. Ich sollte einfach hinten erstmal bleiben und dort erstmal entspannt wegfeuern, die Leute. So. Einmal der hier weg. Einmal der hier weg. Solange ich noch nicht aufgeflogen bin, schalte ich noch so viele aus wie gehen. Scheiße, wer zum Teufel ist das? Gut. Wenn ich da hinten jemanden finde, schnappen wir ihn. Okay, diesmal haben wir einige schon wegbekommen. Jawohl, nochmal einer. Ja, so klappt das wirklich besser. Hier ist überhaupt nichts. Nachladen. Ich geh mal weiter. Wieder einer weg. Jawohl. Ja, so klappt es wirklich gerade besser. Wieder einer weniger. Jetzt bist du dran. Wegrennen kurz. So. Schön weit zurückrennen. Und in Deckung. So, jetzt warten wir erstmal. Ja, so ist es gut. Na los, will hier einer durchkommen? Ich wäre bereit. Ja, da kommt einer. Gut, nächster bitte. Noch mal bitte einer. So. Hey, yo, er ist hier drüben. Hilfe. Ja, der war robust. Aber der hat auch eine starke Weste gehabt. Da wundert das natürlich nicht. So, was ist das denn hier? Ach, das ist eine Schrotflinte. Nein, danke. Die will ich nicht. Nein, danke. Da bleibe ich lieber bei meiner Pistole hier. Da oben ist der letzte. So. Alle wären ausgeschaltet, sehr gut. Wo? Das wird mächtig wehtun. Nein, noch nicht alle. Ach, ganz und gar nicht alle. Gut, schon besser. Das sieht schon eher danach aus, dass ich hier alle ausgeschaltet habe. Ja, und wir haben jetzt ein vollautomatisches MG. Sehr schön. Das könnte gebrauchbar sein. So, hier rüber. Ach du Schreck, noch ein gepanzerter. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Hey, die haben irgendwelche Sturmgewehre mit Visieren drauf, habe ich gerade gesehen. Bleib wachsam, man weiß ja nie. Das hätte ich ganz gerne eigentlich. So, hier machen wir das gleiche Vorgehen wieder, würde ich sagen. So, einmal hier hinten eine Runde rum. Jetzt bist du dran. Jetzt laufe ich hier lang. Obwohl, nein, wir machen hier hoch. Sehr gut. Hey, ist das, was ich glaube? Einmal hier rüber. Zack, perfekt. Jetzt ist der dort dran, der Scharfschütze. Hier unten war eben einer. Ja, der sollte eigentlich der nächste jetzt sein.
So, jetzt ist er auch weg. Was ist das? Jetzt bist du hier dran. Komm her. Oh oh. Ah, dort hinten, die sind jetzt gerade ein ernstes Problem. Wenn er die Birne rausstreckt, blass ich sie ihm runter. Okay, los. Gut, Scharfschütze ist auch wieder weg. Jetzt laufen wir erstmal den Weg hier ein wenig zurück, würde ich sagen. Ja, davor nehme ich hier noch das Zeug mit. Dankeschön. Jetzt hier hinten lang. Da hinten kommt auch einer. Oh nein, auch noch der Gepanzerte. Oh, ho, ho, ho. Ich kann hier nicht runter, oder? Lauf. Lauf, 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 lauf. Gut. Charlie ist wieder ausgerüstet. Ja, ich glaube, Charlie sollte langsam gehen. Boah. Ah, das tut weh. So, einer von den gepanzerten Heinis ist weg. Aua. Ah, das tut weh. Fall um. Puh. Hartnäckig. Hartnäckiger Typ. So, was haben wir denn hier für ein Gewehr? Oh, das ist das von eben mit dem Visier. Das gefällt mir. Aber ich bleib erstmal noch bei diesen MG. Hier oben ist einer. So, komm her. Wieder einer weg. Unter mir ist noch einer. So. Dann statten wir ihm mal einen Besuch ab. Ja, das ging doch ganz gut jetzt. Und hier nach unten. Ah, da kommt noch mehr. Komm. Sehr gut. Hier sind nochmal welche. Oh, eine Granate. Einmal hier hinten lang. Charlie ist ausgerüstet. Hier rüber einmal. Kollege, hinter dir, da ist einer. Der Klugscheißer nimmt uns in die Zange. Aua, das hat jetzt weh. So, das hast du aber jetzt auch verdient. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt den Wagen hier. Und damit hauen wir jetzt ab. Bye bye. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hier gibt's eine Riesenschießerei. Bei den Barrows in Brandon Docks. An alle, es wurden Schüsse gemeldet bei den Barrows in Brandon Docks. Sehen Sie sich das an. Gut. Die Cops finden die Mädchen und bringen sie in Sicherheit. Und was die Bieter angeht, wenn jemand der Razzia entkommt, dann landet er wieder auf meiner Liste. Sehr schön. Dadurch sollten wir den ganzen Damen geholfen haben. Ich achte mal auf diese Kerle und jag sie durch den Profiler. Dann kann ich sie für die Taten hier bloßstellen. Und diesen Ring sprengen. Mr. Pierce? Jax ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit dem Zug. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jax das tut. Er ist kein Kind, der stillsitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Ich denke mal falsch in der Wohnung.
Da ist er. Okay, naja, dort hinten. Gut, dann würde ich aber auch sagen, Leute, wir machen dann hier erstmal Schluss wieder, ja. Und nächste Folge schauen wir mal, was ihn betrifft. Halt, Moment, er schreibt uns gerade. Hier sind Männer mit Waffen, ach du Schreck. Okay, ja, dann werden wir uns zu ihm beim nächsten Mal auf jeden Fall schnell hinbegeben. Das war's aber jetzt erstmal hier. Lasst den Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.